Top 3, weil auf Top 2 würde ich verständlicherweise verzichten. Top 3, aktuelle Stunde zur verkehrlichen Entwicklung in Dresden. Ich hatte gesagt, nach dem Einreich der CDU-Fraktion würde sich dann bitte die SPD-Fraktion bereit halten als zweiter Rednerin oder Redner. Bitte schön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Legislatur tut sich dem Ende entgegenneigen. Und da ist es doch mal an der Zeit zu schauen, wie denn in bestimmten Bereichen sich die Dinge so entwickelt haben. Wir haben ja viele Jahre als CDU Verkehr und Bau in unserem Bereich gehabt, mit Bürgermeistern besetzt gehabt. Und jetzt seit 7, fast 8 Jahren ist es ja im Bereich von Bürgermeistern mit dem Grünen Parteibuch. Und ja, nun wollen wir mal schauen, wie es da gelaufen ist. Schau ich mal, ah, geht los, okay. Schwerpunkt der öffentlichen Diskussion war die letzten Jahre. Holger. Schwerpunkt der öffentlichen Diskussion war die letzten 5 Jahre hauptsächlich der Radverkehr. Tatsächlicher Schwerpunkt von Verkehrsmengen ist natürlich aber der Autoverkehr und der ÖPNV. Beim ÖPNV stagniert der Netzausbau, im Innenstadtbereich passiert nicht mehr viel. Es gibt nur noch, sind in den letzten 5 Jahren marginale Verdichtungen im Innenstadtbereich passiert und die Anbindungsqualität für die Ortschaften ringsherum ist weiterhin schlecht und für Pendler gibt es nicht wirklich gute Angebote. Aufgrund der Kostenproblematik, 49-Euro-Ticket, sind auch kaum Änderungen in Sicht. Der Pkw-Bestand ist in Dresden seit Jahren stabil um die 230.000 Fahrzeuge. Es haben sich allerdings die Kilometerleistungen ein Stück verringert. Allerdings haben wir deutlich mehr Pendler. Ich habe hier mal was rausgezogen vom Dresdner Mobilitätsplan. Der zeigt, dass wir aktuell mit 225.000 Pendlerwegen pro Tag zu tun haben im Pkw-Bereich. 225.000. Und da haben wir noch nicht mal, die Pendlererwartungen drin, die uns bis zu 25.000 neue Arbeitsplätze oben im Dresdner Norden bringen. So, nun gibt es den Dresdner Mobilitätsplan 2035, da die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans ist. Und der soll nun für weniger Verkehr sorgen. Und wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, der Pkw-Verkehr soll bis 2035, also die Pendlerwege sollen sich von 225.000, obwohl wir von 25.000 wahrscheinlich mehr Arbeitskräften im Dresdner Norden rechnen, die aus allen Ecken, von Südbrandenburg, Tschechien, Polen kommen werden, soll er sich auf 156.000 verringern. Und wir haben keine Angebote wirklich für Pendler, weil weiter als 5 bis 10 Kilometer kommt niemand mit dem Fahrrad. Wir stellen uns die Frage, wie soll das zukünftig weitergehen? Für uns ist die Reduzierung auf 150.000 Pendler bis 2035 völlig unrealistisch. Dann haben wir uns mal angesehen, was denn so im Bereich der Straßen passiert ist. Wir haben ungefähr 1.500 Kilometer übergeordnete und Gemeindestraßen. Und davon wurden 75 Kilometer saniert und 40 Kilometer neu gebaut. Und da haben wir schon 10 Millionen gegeben als Stadtrat auf unsere Initiative für ein Schwarzdeckenprogramm. Naja, viel ist es nicht. Und wenn man die beiden Bilder sieht da oben, sehen wir, dass wir da noch viel zu tun haben. Da sage ich mal, Kollege Kühn, wo sind die Prioritäten? Man könnte jetzt glauben, dass die Prioritäten beim Radverkehr liegen. Weit gefehlt. Wenn wir jetzt mal da unten drunter gucken, sehen wir, was in den letzten 5 Jahren im Radverkehr passiert ist. Da haben wir glattweg 6,1 Kilometer saniert und wir haben 10,3 Kilometer neu gebaut. Und beim Neubau haben wir mal alleine 6,4 Kilometer Radfahrstreifen. Und wenn wir davon jetzt mal noch abziehen, diese hervorragenden Radfahrstreifen auf der Bautzner Straße und die Verbreiterung auf der Karl-Marx-Straße, dann sind wir ja kurz vorm Negativwert. Das heißt also, auch hier ist in den letzten Jahren wenig passiert. Wie sieht es denn mit der Verkehrssicherheit aus? Wir hatten als CDU die Initiative gehabt im März,
dass sozusagen die Unfallschwerpunkte vorrangig abgearbeitet werden sollten. Was ist passiert? Die wirklichen Unfallschwerpunkte sind nicht abgearbeitet worden in diesen ganzen. Wir haben hier uns mal den Verkehrssicherheitsbericht rausgezogen. Da gibt es keine Karl-Marx-Straße, da gibt es kein Blaues Wunder, da gibt es keine Bautzner Straße, da gibt es auch keine Radvorrangroute Ost. Das gibt es da alles nicht. Das heißt, auch beim Thema Verkehrssicherheit offen. Vielleicht noch eine vorletzte Folie oder eine letzte Folie, die zeigt uns, was die Unfallkommission uns aufgegeben hat. Hier steht Bearbeitung offen, offen, offen. Insoweit zusammengefasst, es wurde wenig getan. Für den Autoverkehr, es wurde wenig für Pendler gemacht. Es wurde auch in der Breite nichts für ÖPNV gemacht. Beim Radverkehr sind die größte Teil der Maßnahmen fragwürdig. Da muss sich dringend was ändern. Mit Mobi-Bikes und Mobi-Plan werden wir die Probleme der Zukunft nicht lösen. Danke. Gut, nächster Redner wäre Stefan Engel von der Fraktion SPD. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter erster Bürgermeister, ich kann ja den Impuls der CDU-Fraktion verstehen, jetzt so kurz vor den Wahlen hier nochmal so eine verkehrspolitische Sternstunde in den Rat zu bringen. Aber ich muss echt zugeben, das ist halt bei Herrn Zastrow deutlich unterhaltsamer als bei Ihnen. Also das ist ein netter Fachvortrag für eine Pressekonferenz, aber das zündet mir so richtig, das muss ich ganz offen sagen. Das ist bedauerlich, das ist wirklich bedauerlich. Ich habe Sie auch schon gestern beim ADFC-Forum vermisst, aber naja, man kann ja alles haben. Und natürlich, ja, und das, was von der CDU kam, war natürlich auch vorhersehbar. Sie sagen, ja, Radverkehr, Auto, Nebenstraßen, da wurde zu wenig gemacht. Und zwar ist ja alles nachvollziehbar, was Sie hier so vortragen. Ich möchte tatsächlich den Schwerpunkt unserer Fraktion mal ein bisschen stärker auf das Thema ÖPNV auch legen, weil das in diesen manchmal sehr aufgehitzten Debatten stellenweise ein bisschen auch hinten runterfällt. Nämlich, wir sehen dort ein ganz, ganz massives Vollzugsdefizit. Wir sind da in jeder Hinsicht zu langsam. Mit wir ist der Stadtrat gemeint, aber ist natürlich in erster Linie auch die Verwaltung unter Herrn Kühn auch gemeint. Und das zeigt sich aus unserer Sicht an ganz verschiedenen Projekten oder großen Bausteinen. Das eine sind unsere großen ÖPNV-Vorhaben, Stadtbahn über die Nossener Brücke. Hat dieser Stadtrat im Jahr 2014 beschlossen, die Planung. Und wir werden sie, wenn wir Glück haben, 2030 in Betrieb nehmen, also 16 Jahre später. Das ist wirklich eine sehr stolze Zeit. Über die Stadtbahn am Zellischen Weg will ich an der Stelle gar kein Wort verlieren, weil dort wird es in Zaza noch ein, zwei Jahre später, wenn alles gut läuft. Das sind tatsächlich Zeitketten, die nicht akzeptabel sind und die uns wirklich jedes Jahr auch massiv Fahrgäste kosten, in dem Fall 1,4 Millionen zusätzliche Fahrgäste für die Dresdner Verkehrsbetriebe. Wir kommen aber eben auch beim ganz klassischen Angebotsausbau nicht weiter. Es gab ein Strategiepapier der Dresdner Verkehrsbetriebe im Jahr 2020, kann man sich auf der DVB-Homepage auch nach wie vor auch anschauen. Da wurde wirklich haargenau aufgeschlüsselt, wie können wir 23 Millionen zusätzliche Fahrgäste gewinnen. Und wenn man sich heute mal anguckt, was ist denn davon alles so umgesetzt worden? Es gibt Maßnahmen, es gibt tatsächlich Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Busnetz Nord, Kossebaude, die Linie 68, auch durchaus Mobi-Angebot zum Teil. Auch sowas wie Linie 13 Verlängerung nach Kaditz auf Druck auch des Stadtrates mit zusätzlichen Mitteln. Aber der größte Teil ist nicht realisiert. Und wir lassen dort nach wie vor Potenzial liegen. Und ich kann tatsächlich auch nicht erkennen, dass es da von der Verwaltung entsprechende Initiativen auch gibt. Und dritter großer Mangelstelle aus unserer Sicht, das Thema Straßensanierung, große ÖPNV-Achsen. Das Stichwort Ullersdorfer Platz will ich nur ganz, ganz kurz anschneiden, wo wir alle hoffen, dass wir vielleicht 2031 dann mal einen Baubeginn haben, um 2034 auch fertig zu werden. Das sind einfach Zeitketten, die nicht überzeugen können. Und sowas wie die Gerrockstraße, das haben die meisten hier im Raum wahrscheinlich schon vergessen. 2018 wurde da hier mal im Stadtrat was beschlossen. Ich glaube, 2026 will man mit dem Bauen anfangen, um 2028 dann vielleicht mal fertig zu sein. Das sind tatsächlich Zeitketten, die sehen wir als SPD-Fraktion extrem kritisch und die sollten uns, glaube ich, mal zum Nachdenken auch über Verwaltungshandeln anregen. Und ich will auch noch mal mit einem weiteren Punkt auch kommen. Barrierefreie Haltestellen. Wir sind eigentlich mittlerweile verpflichtet, in Dresden ÖPNV auch komplett barrierefrei anzubieten. Wir schaffen es aber bei zum Beispiel bei den Straßenbahnhaltestellen bis heute
nur 2/3 barrierefrei anzubinden. 1/3 ist nach wie vor nicht barrierefrei. Und bei den Bushaltestellen schaut es noch katastrophaler aus. Dort sind 60% nicht barrierefrei. Und das ist tatsächlich für viele Dresdnerinnen und Dresdner, insbesondere viele ältere Dresdnerinnen und Dresdner, ein ganz massives Problem. Und ganz zum Schluss, das Tempo des ÖPNVs insgesamt ist auch nach wie vor ein großes Trauerspiel. Im letzten Verkehrsentwicklungsplan, der wurde, glaube ich, unter ein bisschen anderen Mehrheitsverhältnis auch hier damals noch beschlossen, da war das Ziel vorgegeben. Wir wollen die Dresdner Straßenbahn 2 km/h schneller machen, von 19,4 km/h auf 21,5 km/h. Das war mal der Beschluss, der damals getroffen wurde. Wir dümpeln immer noch zwischen 19 und 20 km/h umher. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich auch einfach nicht verstehe, woran es hängt. Ich habe das jetzt sehr mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Auf der Marienbrücke wurde jetzt im Zuge der großen Konzertveranstaltung eine Spur abmarkiert, damit die Straßenbahn dort, die die Leute vom P&R-Platz hinbringt, problemlos über die Brücke kann. Das ging jetzt plötzlich einfach so. Aber wenn es darum geht, das einfach mal so zu machen, um den ÖPNV, die Linien 6 und 11, dauerhaft zu beschleunigen, dann dauert das immer ewig und 20.000 Prüfrunden. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Und da will ich tatsächlich den Schluss der Legislatur hier auch mal nutzen und zu sagen, Herr Kühn, Sie haben beim Thema ÖPNV noch verdammt viel zu tun. Wir haben da eine große Erwartungshaltung, dass da mehr passiert und werden weiterhin darauf drängen, dass hier tatsächlich ein bisschen mehr passiert. Vielen Dank. Nächster Redner wäre Thorsten Nitsche, Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Danach wäre Herr Maloney dran. Schönen guten Tag, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdner. Zum Abschluss der Stadtratsperiode ist es an der Zeit, ein Fazit über Umsetzung und Wirkung der Maßnahmen zu ziehen und entsprechende Bewertungen für den weiteren Umgang vorzunehmen. So schreibt es die CDU in ihrem Antrag und einige Punkte haben wir heute schon gehört. Wir haben insgesamt über 100 nicht erfüllte Stadtratsbeschlüsse im Geschäftsbereich Bau und Verkehr. Unter anderem diese Beschlüsse: grundhafter Ausbau der Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Gleisanlagen, Einrichtung von Fußgängerüberwegen, also Zebrastreifen im Stadtgebiet von Dresden, Neugestaltung des Knotenpunkts Königsbrücker Landstraße, Grenzstraße, Ausbau des rechtselbischen Elbradwegs, Verkehrsberuhigung Lockwitz, Verkehrsbaumaßnahme Langer Weg, Wiederherstellung der Parkflächen unter der Nossener Brücke und, wir haben es heute schon gehört, Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden, 21,5% Erfüllung bei einem Zeitfenster von 2017 bis 2025. Wir haben also über 80% der Zeit geschafft und haben jetzt 21% dessen, was da drin steht. Die Interessengemeinschaft Automobil in Dresden spricht davon, dass die verkehrliche Entwicklung geprägt ist von immer weiter zunehmenden Schikanen gegen den Autoverkehr, wie etwa dem absichtlichen Erzeugnissen von Engpässen durch den Wegfall von Fahrspuren, so Dr. Christian Bösel von der AG Automobil in Dresden. Meine Damen und Herren, diesen Fall konnte man diese Woche, diesen Monat gerade wieder erleben. Nicht notwendige Einrichtung von Parkverbot auf der Kolumbusstraße in Löbtau. Es ist exemplarisch, dass dort, wie an vielen anderen Stellen, ohne Not das Gut des Parkplatzes verknappt wird, um Argumente für die Einführung von Anwohnerparkzonen zu bekommen. Dahinter steht eine gescheiterte Ideologie, nicht nur in Dresden, sondern in ganz Deutschland. Die Ideologie, man müsse den Autoverkehr nur genügend schikanieren, dann würden die Autofahrer schon vom ÖPNV auf das Rad umsteigen. Das passiert aber nicht. Es passiert weder in Dresden, noch passiert es anderswo. Jeder Mensch ist individuell und sucht sich individuell sein bevorzugtes Fortbewegungsmittel. Wir Dresdner sind vielleicht in manchen Punkten etwas bequem oder besser gemütlich. Aber wenn wir der Meinung sind, dass es uns an einem Punkt reicht, dann reicht's. Wir Dresdner stehen jährlich über 40 Stunden im Stau und das macht keiner freiwillig. Nicht im ÖPNV und nicht im PKW. Diese 40 Stunden sind vergeudete Lebenszeit. Und alle, die jetzt sagen, man kann auch mit dem Rad fahren, das ist keine bewusste Entscheidung. Niemand steht freiwillig im Stau. Meine Damen und Herren, wir haben im nächsten Monat in Dresden die Wahl. Wir wissen, seit 2015, wir haben es heute gehört, leiten Grüne die Verwaltung des Verkehrsbereichs. Die Ergebnisse habe ich genannt.
Auto, Bus und Bahn stehen im Stau, wir haben es heute gehört. Radfahrer fahren nicht wesentlich sicherer. Im Sport würde man bei einer vergleichbaren Bilanz die sportliche Leitung wechseln. Das geht in Dresden nicht so einfach, aber man kann Grundlagen für Veränderungen legen. Und dafür kann man im nächsten Monat sorgen, indem man eine neue Mehrheit wählt. Vielen Dank. Dann würden wir als nächsten Redner Herr Maloney, FDP-Fraktion, hören. Es kann sich vorbereiten Herr Laczynski, AfD-Fraktion. Ja, lieber, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, lieber Stefan Engel, ich dachte, wir bringen mal ein bisschen Abwechslung rein. Holger, allerdings, wenn man von Stefan Engel bei verkehrspolitischen Themen gelobt wird, ich weiß nicht, ob das so... Gut, ja, es wurde schon angesprochen, man merkt das, die Wahl rückt näher, das heißt, die Dichte der aktuellen Stunden nimmt zu. Ich hoffe, wir werden von ähnlichen aktuellen Stunden demnächst befreit werden, denn eine aktuelle Stunde, um 5 Jahre grüne Verkehrspolitik zu bilanzieren, ist, glaube ich, viel zu kurz und viel zu wenig. Was als Erkenntnis, denke ich, bei einigen durchgedrungen ist, bei einigen immer noch nicht angekommen ist, dass wir für alle Verkehrsträger leistungsfähige Flächen brauchen. Wir brauchen leistungsstarke Straßen, wir brauchen auch ein vernünftiges Fahrradwegnetz und ein leistungsfähiges ÖPNV-System. Und da hilft Malen und Umverteilen nicht, da hilft nur eins, bauen, sanieren und gegebenenfalls auch erweitern, dort wo es möglich ist. Und eins sollte mittlerweile auch in Dresden spätestens nach dem gescheiterten Verkehrsversuch klar sein, die Menschen in dieser Stadt lassen sich nicht bei der Wahl ihrer Verkehrsmittel umerziehen. Ja, was bleibt hängen? Neben den Straßenmalarbeiten, um Verkehrsraum umzuverteilen, immer noch kein Baubeginn an der Königsbrücker Straße, Verkehrsversuche, die die Stadtgesellschaft weiter polarisieren. Aus meiner Sicht einfach nur eine gescheiterte Verkehrspolitik des zuständigen Geschäftsbereichs und der Fraktionen, die die fachlichen Zuständigkeiten verteilt haben. Ja, wie kriege ich jetzt den Bogen zu den Wahlplakaten, die ich ansprechen wollte? Ich habe jetzt gesehen in Adenauer Schwarz und in Azur Blau ein Plakat, darauf steht, ich glaube so ähnlich, wir denken vorher nach. Liebe CDU, das solltet ihr in Zukunft auch machen, wenn ihr über die Verteilung oder Beteiligung bei irgendwelchen Fachbürgermeistern nachdenkt. Ihr habt damals nicht nachgedacht, als ihr das Verkehrsressort den Grünen gegeben habt. Und deswegen braucht ihr euch jetzt auch nicht so anstellen bei den Debatten um das Blaue Wunder, bei den Debatten um die Bautzener Straße. Alles, was da passiert ist, das habt ihr mitverzapft. Die zuständigen Fachbürgermeister bei Verkehr und Umwelt sind eurer Denkwelt und letzten Endes auch eurer Abstimmung entsprungen. Vielen Dank. Okay, dann Herr Laczynski, AfD-Fraktion, und es kann sich vorbereiten Frau Krause, Grünen-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Mit dieser Aktuellen Stunde beabsichtigt der Einreicher, über die verkehrliche Entwicklung der vergangenen 5 Jahre zu diskutieren. Da sich die meisten Redner auch in der Vergangenheit immer zu Beginn der Aktuellen Stunde dazu hinreißen lassen haben, die Aktualität des Gesprächsthemas zu bewerten, würde ich das an dieser Stelle auch mal machen. Aktuell ist an diesem Thema gar nichts, denn getan hat sich in den letzten 5 Jahren nicht viel, beziehungsweise man könnte auch sagen, nichts. Im Gegenteil, die verkehrliche Entwicklung hat sich in den letzten 5 Jahren eher zurück als weiterentwickelt. Inzwischen haben wir Quartiere, wie beispielsweise an der Kesselsdorfer Straße, die von Taxifahrern gar nicht mehr angefahren werden, also zumindest für einen Teil des ÖPNV somit quasi nicht mehr erschlossen sind. Wir haben neuralgische Staupunkte, wie beispielsweise am Schillerplatz, bei denen wir eine zunehmende Verschlechterung der Verkehrsqualitäten erleben. Und wir haben eine Stadt, die inzwischen den traurigen Titel Unfallhauptstadt Deutschlands trägt. Das Fazit ist vernichtend. Nun ist es ja nicht so, dass wir in Dresden nicht wüssten, was wir hier besser machen sollten, beziehungsweise was wir hier entwickeln sollten. Die notwendigen Konzepte liegen auf dem Tisch und wurden auch schon vor langer Zeit beschlossen. Wir haben einen Verkehrsentwicklungsplan 2025, der eine Vielzahl von Maßnahmen auflistet, wie wir die Verkehrswege in Dresden so gestalten können, dass sie den Anforderungen einer wachsenden Stadt gerecht werden können. Umgesetzt haben wir davon in den letzten Jahren nahezu nichts. Stattdessen verfolgt die Stadtverwaltung mit einer absoluten Engstirnigkeit nur eines dieser Konzepte, nämlich das Radverkehrskonzept, welches bereits in seiner Grundausrichtung schon falsch angelegt ist. Das Radverkehrskonzept setzt viel zu oft darauf, genau dort die Hauptradrouten anzulegen, wo sich bereits das städtische Hauptstraßennetz befindet. Dort, wo also ohnehin schon eine hohe Verkehrsdichte mit Autos, Bahnen und Bussen ist, werden mit diesem Konzept auch noch die Radfahrer hingeführt. Weil es nicht viel Geld kostet, werden auf unserem Hauptstraßennetz im Einklang mit diesem Konzept Radfahrstreifen aufgemalt, die dann bei der Benutzung so gefährlich sind, dass die Anzahl der Radverkehrsunfälle in Dresden Jahr für Jahr steigt.
Ich möchte es an dieser Stelle auf den Punkt bringen. Dieses Radverkehrskonzept ist die Ursache dafür, dass Dresden die Stadt mit den meisten Radverkehrsunfällen in Deutschland ist. Eine Fortschreibung dieses Konzeptes mit einer grundsätzlichen strategischen Neuausrichtung ist hier zwingend geboten. Wir brauchen in Dresden ein Radwegenetz, welches unabhängig vom Hauptstraßennetz in unserer Stadt errichtet wird. Querungen dieses Radwegenetzes zu stark befahrenen Straßen sollten vorzugsweise kreuzungsfrei errichtet werden. Die Errichtung modular aufgebauter Hochbahntrassen für den Radverkehr sollte, wie in Stuttgart, auch in Dresden mal erprobt werden. Das wäre vielleicht wirklich mal ein zukunftsweisender Verkehrsversuch. Stillgelegte Bahntrassen von Werksbahnen könnten zudem mit wenig Aufwand ertüchtigt werden und einen wesentlichen Beitrag zu diesem dedizierten Radwegenetz leisten. Natürlich kosten derartige Maßnahmen etwas mehr als die derzeitigen Straßenmalereien. Aber wenn wir dadurch nur einen einzigen toten oder schwer verletzten Verkehrsteilnehmer weniger hätten, wäre es das wert. Ein anderes Problem der Verkehrsentwicklung in Dresden, beziehungsweise besser gesagt der Verkehrsnichtentwicklung, ist, dass einmal auf den Weg gebrachte Planungen nach der Beschlussfassung durch die Verwaltung viel zu selten konsequent zu Ende gebracht werden. Stattdessen werden sämtliche Planungen und die gefundenen Kompromisse innerhalb weniger Jahre immer wieder hinterfragt und dann nochmals geändert und erneut dem Stadtrat zur Vorlage gegeben. Und dann nochmal geändert und dann nochmal geändert. Es scheint oftmals so, als ob die Stadtverwaltung viel Spaß beim Planen hat, aber Angst vor der tatsächlichen Umsetzung. So haben wir erst im letzten Bauausschuss wieder über eine Änderung der Planung des Projektes Stadtbahn 2020 diskutiert. Ein Vorhaben, was schon längst hätte fertig sein müssen, wird so jetzt erneut zerredet. Weitere Beispiele sind die Königsbrücker Straße oder auch der Lückenschluss des Dresdenrings in Alt-Kotta. In Alt-Kotta hatte die Stadt bereits Baurecht, könnte also direkt anfangen mit Bauen. Stattdessen fangen wir jetzt auch dort nochmal mit Umplanungen an. Wir müssen in Dresden endlich dahin kommen, dass wir Planungen genau einmal sorgfältig diskutieren, abwägen und bei Bedarf auch noch den einen oder anderen Kompromiss finden. Danach muss die Stadt dann aber auch direkt ins Machen kommen. Verkehrsentwicklung bedeutet, Infrastruktur zu errichten, zu bauen und weiterzuentwickeln. Wir brauchen in Dresden noch einige Lückenschlüsse, um ein leistungsfähiges Hauptstraßennetz für den Autoverkehr zu entwickeln. Wir brauchen in Dresden neue Straßenbahnstrecken für den ÖPNV, um das angestrebte Wachstum der Fahrgastzahlen erreichen zu können. Und wir brauchen auch noch die ein oder andere neue Elbquerung, um verkehrliche Missstände wie beispielsweise am Schillerplatz oder auf der Großenmeißnerstraße aufzulösen und den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden. Verkehrsentwicklung bedeutet nicht, bestehende Verkehrsinfrastruktur zu bemalen. Verkehrsentwicklung bedeutet, Verkehrsinfrastruktur zu bauen und zu entwickeln. Ein grundsätzliches Umdenken ist dringend erforderlich, um auch zukünftig den Anforderungen aller Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden. Dafür werden wir uns auch in der nächsten Legislatur weiter einsetzen. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Frau Krause, Fraktion Bündnis Die Grüne, und dann würde Herr Wirz die Fraktionsrunde in der Aktuellen Stunde beschließen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich würde einen anderen Schwerpunkt setzen wollen, überraschenderweise. Ich glaube, grüne Verkehrspolitik ist ein Gewinn an Lebensqualität und ich glaube, wir sehen die ersten Ergebnisse bereits auf unseren Straßen. Ich möchte mal beginnen und zwar beim kritisierten Thema des ÖPNV. Wir haben auch hier schon Dinge erreicht, die sich verändert haben in den letzten 5 Jahren. Beispielsweise konnte die Straßenbahnlinie 13 verlängert werden. Wir haben das Busnetz Nord erweitert. Es gibt die E-Busse zum Beispiel auf der Linie 68. Alles das sind Dinge, die entstanden sind in den letzten 5 Jahren. Wir haben die Mobi-Punkte ausgebaut. Das ist eine super Verknüpfung zwischen ÖPNV und anderen Verkehrsmitteln bis hin zum Carsharing. Es gibt Lastenräder zum Ausleihen, alles das sind Dinge, die es vor 5 Jahren noch nicht gegeben hat. Wir haben das Mobi-Shuttle, vor allem am Stadtrand, sehr erfolgreiches Modell, um Mobilität auch dort zu gewährleisten für Menschen, die kein Auto haben. Und die Mobi-Bikes gehören zur Mobi-Welt dazu. Das ist ein super viel genutztes Bike-Sharing-System. Es ist das erfolgreichste in ganz Deutschland. Wir haben 200.000 Fahrten pro Monat damit. Das ist auch Mobilität. Auch in Planung gibt es viele Dinge, die neu entstehen werden. Wir reden jetzt über das Busnetz Südwest und Nordost. Wir haben gesehen, am Bahnhofsvorplatz in Niedersedlitz wird sich was tun. Wir wollen das Fahrradparken verbessern, unter anderem am Bahnhof Neustadt und am Hauptbahnhof. Wir reden über die Verlängerung der Linie 8. Wir haben den Radverkehr als nächstes Thema.
Wir haben dort eine neue Qualität, es gibt mehr Sicherheit, es gibt durchgehende Routen, beispielsweise die Radroute Ost ist ein großer Erfolg, viel genutzt, sehr gut angenommen, von groß und klein, von alt und jung. Sicher gibt es Verbesserungspotenzial an jeder Planung, es wäre ein Wunder, wenn es das nicht gäbe, aber ich glaube, das ist der richtige Weg, so müssen wir Fahrradrouten auch in anderen Stadtteilen weiterentwickeln. Wir haben auch hier heiß umkämpfte Radprojekte umsetzen können, beispielsweise die Radstreifen an der Albertstraße. Wir erinnern uns alle, der Wahlkampfschlager schlechthin 2019. Wir haben Radstreifen auf der Bautzner Straße, an der Bautzner Landstraße, an der Reiker Straße hat sich was getan. Es gibt neue sichere Querungsstellen, zum Beispiel am Dippoldeswalder Platz oder am Feschter Platz hat sich dort was getan. Wir haben Dinge wie Dooring-Unfälle reduzieren können, zum Beispiel an der St. Petersburger Straße oder an der Karl-Marx-Straße in Klotzsche. Wir haben ein Bike-and-Ride-Konzept. Es wird zukünftig noch viel mehr Fahrradparkmöglichkeiten geben an den Bahnhöfen und Haltestellen. Das ist eine wichtige Sache. Wir haben Winterdienst besser ausgestattet für den Radverkehr. Das Netz konnte erweitert werden. Dann haben wir den Fußverkehr auf bessere Füße gestellt. Wir haben jetzt eine Fußverkehrsstrategie. Wir haben strategisch ermittelt, wo die Bedarfe liegen. Wir müssen in die Umsetzung kommen, da gebe ich Ihnen allen recht, aber wir haben jetzt erstmal eine Grundlage, auf der man aufsetzen kann. Wir haben neue Fußgängerquerungen in der Stadt realisieren können. Es gibt Verbesserungen durch Umorientierung beim ruhenden Verkehr. Das Beispiel Lehnbachstraße ist da eigentlich ganz schön. Wir haben Verkehrsversuche an den Schulen, wir haben Schulstraßen eingerichtet, um dort mehr Sicherheit für die Kinder zu bringen, die zur Schule unterwegs sind. Ein wunderbares Projekt, die autofreie Augustusbrücke, ein Genuss für den Fußverkehr. Wir haben viel investiert, um mit Baumpflanzungen und anderen verkehrsberuhigenden Elementen ergänzend in die Stadtteilstraßen hineinzugehen. Gibt etliche Beispiele, wo das geschehen konnte. Wir haben große Projekte wie den Promenadenring, hier draußen vor der Tür kann man es beobachten. Wir haben den Böhnischplatz, wir haben an der Gehestraße wirklich tolle Projekte umgesetzt. Auch da gibt es weiteres, was noch nicht angefangen werden konnte. Wir haben den grünen Bogen an der Prager Straße, an der Reitbahnstraße. Die Katharinenstraße soll kommen, die Blumenstraße wird ein ganz interessantes Projekt. Die Luisenstraße soll auch schön werden, da gibt es eine umfangreiche Beteiligung. Auch das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Wir machen Beteiligung. Etwas, was in der Vergangenheit nie passiert ist. Wir machen Beteiligung, wir nehmen die Leute, die vor Ort damit zu tun haben, mit. Es gibt zur Luisenstraße, ich habe es gesagt, wir haben zur Nödnitzer Straße was gemacht. Und ganz besonders wichtig ist mir der Mobilitätsentwicklungsplan, der mit einem ganz großen Beteiligungsverfahren jetzt läuft. Und, meine Damen und Herren, ich muss mich schon wundern, die Leitziele für den Mobilitätsentwicklungsplan, die haben wir in diesem Stadtrat bereits beschlossen. Die sind entstanden aus der Bürgerbeteiligung zum Mobilitätsentwicklungsplan und da steht ganz klar drin, Umweltverbund 75%, in der Umkehrung bedeutet das 25% MIV und das ist eine Reduzierung. Und die CDU hat den Beschluss mitgetragen, jetzt wird es immer kritisiert, dass dort was passieren soll, aber wer A sagt, muss auch B sagen und wir machen das, wir bohren die dicken Bretter und deswegen bin ich sehr froh über 9 Jahre grüne Baubürgermeister. Dann Tino Wirz, bitte, Fraktion Die Linke. Und ich kann schon ankündigen, danach wurde der Baubürgermeister Stefan Kühn aus der Sicht der Verwaltung vortragen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, das Schöne an so einer aktuellen Stunde, man darf über alles reden, nur nicht über 5 Minuten. Und man kann auch mal zum Abschluss der Wahlperiode den verkehrspolitischen Stammtisch in den Stadtrat holen. Wenn man die heiße Luft, die hier so geredet wird, in Energie umsetzen könnte, dann hätten wir alle Mobilitätsprobleme gelöst. Aber leider brauchen wir dazu Treibstoffe, die setzen CO2 frei, die müssen teuer eingekauft werden und werden knapper. Insofern aber ist doch Pragmatismus und Nüchternheit am Platze. Es hat sich in den letzten Jahren im Verkehrsverhalten der Dresdner so gut wie nichts geändert. Wir hatten im Prinzip einen Autobesatz von ungefähr 2,1 Menschen pro Auto in dieser Stadt. Das hat sich seit 2010 nicht groß geändert. Interessant ist durchaus, die Emanzipation schreitet voran.
wo 2010 noch 34% aller Fahrzeuge von natürlichen Personen von Frauen gehalten wurden, sind es 2021 38%. Das heißt, wir haben da noch ein Stück Weg zu gehen, aber die Parität ist auch hier im Prinzip greifbar. Ja, Autofahren wird weiblicher. Schauen Sie sich die Statistik an. Dann eine interessante Statistik des Statistischen Bundesamtes. Die haben mal für Deutschland prognostiziert, dass zwischen 2010 und 2022 der Treibstoffverbrauch um 20% sinken wird in Deutschland. Das ist nicht eingetreten. Das heißt, es ist Realismus am Platz. Und als Linke ist uns besonders wichtig, dass wir im Auge behalten die Beteiligung, der Zugang zur Mobilität. Wir müssen bei steigenden Preisen im Auge behalten, dass Mobilität im Prinzip ein Grundrecht ist. Es darf nicht vom Geldbeutel abhängen, ob ich Zugang habe. Und das natürlich, Autobesitz ist eine soziale Schere. Von den 20% der vom Einkommen her am schlechtesten gestellten Haushalte fahren immerhin noch 48% Autos. Und wenn Autoverkehr sich beteuert, sind die Ersten, die aufgeben müssen. Und die sind teilweise im Prinzip oder auch wie andere auf ihre Autos angewiesen. Insofern ist die Attraktivität von Radverkehr und ÖPNV entscheidend und nicht im Prinzip, ob man polarisierende Rhetorik betreibt. Es kommt noch dazu, was hier immer im Stadtrat geredet wird, was hier immer verabschiedet wird. 90% der Entscheidungen sind Verwaltungsentscheidungen. Die verkehrsrechtliche Entscheidung der Anordnung ist Geschäft der laufenden Verwaltung. Da hat der Stadtrat einen Einfluss von null drauf. Wo ein Zebrastreifen eingerichtet wird, das können wir anregen. Wenn aber die technischen Bedingungen, die verkehrsrechtlichen Bedingungen dazu nicht stimmen, da haben wir dazu gar nichts zu sagen. Genau ist das bei Verkehrsversuchen so. Die Verkehrsbehörde entscheidet über Verkehrsversuche. Wir können die anregen und wir können unsere Meinung dazu sagen, dass sie nicht eintreffen, dass sie nicht eintreten sollen. Das hat aber im Prinzip keinen Einfluss auf die Dinge. Insofern müssen wir auch mal dieses Gremium so weit bringen, dass wir sagen, ja, es ist im Prinzip gar nicht so sehr unsere Sache, dass technische Dinge dann so beeinflusst werden. Wir als Linke denken im Prinzip, dass der Zugang für alle sozialen Schichten erhalten bleiben muss. Wir stehen auch für die Verknüpfung mit der Stadtentwicklung. Wir haben den Konsens gehabt, wir haben so viele Dinge gehabt, die hier im Konflikt entschieden worden sind oder zum Streit geführt worden sind. Albertstraße, wo der Radweg funktioniert hat, Blaues Wunder, wo das Fortfall eines Autostreifens nicht funktioniert hat, hat es einen riesen Streit gegeben. Wir haben auch einen Konsens, dass wir eigentlich sagen, die Köpke-Straße, Große Meißner-Straße, würden wir uns wünschen, dass die innere Neustadt mit dem Elbufer verknüpft wird. Warum kriegt das die Verwaltung nicht hin? Warum kriegen wir da nicht hin, den Verkehr runterzunehmen? Warum kriegen wir es nicht hin, dort wirklich wieder einen Palaisplatz zu haben, einen Neustädter Markt zu haben, der eben nicht vom Verkehr zerschnitten ist? Dort werden uns Lösungen gebracht, Gleise entfernt oder extra separat von den Autofahrstreifen, während die Bautzener Straße, da fahren sie dann alle über die Gleise drüber. Es geht dort eben nicht. Also wir haben da im Prinzip kein Verständnis dafür, dass immer der Konflikt gesucht wird. Wenn wir an einer Stelle einen Konsens haben, würden wir uns wünschen, dass dort auch mal gearbeitet wird, dass man auch diese Gewinnsituation mehr im Stadtbild sieht. Dann die Frage, die Dresdnerinnen und Dresdner sind nicht per se Radfahrer, ÖPNV-Fahrer oder Radfahrer und Autofahrer, sondern sie entscheiden ihre Mobilitätsentscheidung nach dem, was gerade pragmatisch für sie am besten ist. Insofern wird auch in gewissen Verständnislosigkeit auf diese polarisierenden Streite hier geschaut. Wir sollten mehr auf die Menschen hören, wir sollten ihre Bedürfnisse erfüllen. Am besten ist Mobilität. Denn am besten ist die Stadt der kurzen Wege, wo im Prinzip alles in kurzer Zeit erreichbar ist. Dann ist der Aufwand am geringsten. Man braucht weniger Straßen wegen Treibstoff, hat weniger Streit. Vielen Dank, so wollen wir weitermachen. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde, Baubürgermeister Stefan Kühn, bitte schön. Ich habe natürlich auch eine Präsentation mitgebracht, um diese Aktuelle Stunde entsprechend zu würdigen. Ja, meine Damen und Herren, schauen wir doch mal drauf, was die Bürgerinnen und Bürger sagen, wenn die Präsentation weitergehen würde. Sonst komme ich einfach mal runter.
So. Schauen wir mal auf das, was die Bürgerinnen und Bürger sagen. In einem gewissen Abstand macht der größte Verein in Deutschland, der ADAC, Umfragen unter den 15 größten Städten. Das war das Ergebnis. Wie man auf der Website vom ADAC sehen kann, was macht Dresden besser als andere Städte? Die Debatte bisher war ja eher in eine andere Richtung. Kommen wir mal zu den Zahlen. Unter den 15 größten Städten in Deutschland sind wir über alle Verkehrsträger, und hier wurden die Einwohner gefragt, hier wurden die Pendler gefragt, auf Platz 1. Die Menschen sind mit der Mobilität am zufriedensten, mit Abstand. Hier auch nochmal dargestellt über die einzelnen Verkehrsarten, also sowohl die höchste Zufriedenheit für den der Pkw-Nutzer als ÖPNV, da waren wir schon klassisch immer auf Platz 1 oder weit vorne, auch im Radverkehr erster Platz und auch für die Fußgänger. Also verkehrsträgeübergreifend gibt es eine hohe Zufriedenheit, also alles kann ich ja in den letzten Jahren nicht falsch gemacht haben. Wir gucken mal auf die Entwicklung. Wir werden Ende dieses Jahres aktuelle Zahlen zur Verkehrsmittelwahl bekommen. Wir haben im Moment, das sind wie gesagt noch vor Corona-Zahlen, ein gutes Drittel wird mit dem Auto zurückgelegt, ziemlich konstant Bus und Bahn 20%. Was über die Jahre signifikant gestiegen ist, ist der Radverkehr. Die Menschen fahren mehr Fahrrad, obwohl die Infrastruktur lange Zeit nicht mit Schritt gehalten hat. Das heißt, die Menschen haben mit den Pedalen abgestimmt. Im Fußverkehr sind wir über die letzten Jahre relativ konstant. Und jetzt gucken wir uns die Zahlen nochmal an mit Blick auf das Verkehrsverhalten in den letzten sozusagen Jahren. Wurde ja gesagt, dass das Verkehrsverhalten sich nicht geändert hat. Wenn man hier aber genau drauf schaut, sieht man das. Wir haben trotz steigendem Pkw-Besitzes weniger Verkehr auf den Brücken, an den Dauerzählstellen, also im Verkehrsnetz. Wir haben zum Glück wieder mehr Fahrgäste oder die Zahlen vor Corona im ÖPNV eingeholt und wir haben einen stark steigenden Radverkehrsanteil. Wo wollen wir hin? Die Leitziele wurden schon angesprochen. 75% Umweltverbund und ein Blick lohnt tatsächlich auf das Ziel, was die Pendlerinnen und Pendler angeht. Und da muss man sagen, ja, das kann nur ein gemeinsames Anpacken sein zwischen Stadt und Umland. Wir brauchen S-Bahn-Ausbau, wir brauchen die Plusbusse, wir brauchen die Radschnellwege, weil die sind nämlich Reichweitenverlängerer für das Fahrrad. Wer heute mit einem Elektrofahrrad unterwegs ist, fährt auch 10 Kilometer, aber dann brauche ich eben eine gute Infrastruktur. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit dem ersten Radschnellweg in die Planung kommen und dafür beispielsweise auch die Fördermittel bekommen haben. So, wie sieht das mit den Schikanen aus, die angesprochen wurden? Der Kfz-Verkehr ist auch im nationalen Vergleich mit am schnellsten unterwegs. Wo es in der Tat keine großen Beschleunigungseffekte in den letzten Jahren gab, war der Bus- und Bahnverkehr. Bei der Tolkewitzer Straße, wenn man eine Maßnahme konsequent durchzieht, kriegt man mindestens eine Aktuelle Stunde, 2 Eilanträge, 15 kleine Anfragen und so weiter. Insofern bestimmen Sie das Tempo an der Stelle mit. Die Marienbrücke wird sicherlich auch ein Thema werden. Auch da rechne ich dann sozusagen mit der gleichen Intensität der Auseinandersetzung. Wo wir alle gemeinsam ran müssen, ich glaube, da sind wir uns aber auch einig, ist das Thema der Unfallzahlen im Radverkehr. Hier sind wir im nationalen Vergleich leider Spitze. 3 bis 4 Radfahrende werden pro Tag in Dresden verletzt, leicht und schwer. Im letzten Jahr, das sind jetzt die Zahlen noch bis 22, eine rückläufige Tendenz. Wenn sich das verstetigt, wäre das gut. Deshalb sind wir konsequent an der Beseitigung der Unfallhäufungsstellen, gerade für den Radverkehr. Diesen Monat Karscher Allee, Winterbergstraße, Fetscherstraße, Dürerstraße werden wichtige Maßnahmen gemacht. Das haben Sie beschlossen, die Leitziele für den Mobilitätsplan. Deshalb sind wir in den Themen dran. Wir haben eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei im vergangenen Jahr geschlossen, um strategisch an das Thema Verkehrssicherheit ranzugehen. Wir sind dabei, deutlich mehr auf Basis auch der Fußverkehrsstrategie für sichere Querung zu sorgen. Diese Woche Lößnitzstraße, Martha-Frenkel-Straße, ein Zebrastreifen.
Wir sind, was Multimodalität angeht, also Sharing Mobility, sowohl mit Carsharing, mit Bikesharing, jetzt auch mit elektrischen Rollern, bundesweit entsprechend gewertschätzt. Wir haben die ersten durchgängigen Radrouten im Nebennetz, das ist ja angesprochen worden, nicht nur anhand der Hauptstraßen. Im Umweltverbund ist das ein oder andere auch schon passiert, gerade im Bereich der Brücken haben wir eine ganze Menge gemacht. Ich kann nur sagen, die Planfeststellungsverfahren, die Grundlage sind dafür, dass gebaut wird, die sind 4 bis 5 Jahre. Gerade beispielsweise bei der Nossener Brücke, Abschnitt der Campuslinie, hat es über 4 Jahre gedauert. Das sind die Zeiten, wo wir eben nicht zum Bauen kommen. Stadtraumqualität, die Menschen wünschen sich Aufenthaltsqualität. Hier ein kleines Beispiel, übrigens auch mit Bürgerbeteiligung entstanden in Dresden-Klotzsche. Ja, wir brauchen diese Verkehrsversuche hier, die Schulstraße, um bitte, zu testen, ob die Dinge auch funktionieren. Und hier ist es ein sehr erfolgreiches Projekt. Hier sind alle zufrieden, werden wir also in Zukunft fortsetzen. Punktfolge, was wir alles gemacht haben, wie geht es weiter. Und ich sage jetzt mal zum Schluss, Generationen an Baubürgermeistern haben die Sanierung der Stauffenbergallee nicht hinbekommen. Ich habe den ersten Pflasterstein rausgenommen und wir werden auch in diesem Monat noch einen Planfeststellungsbeschluss in der Auslegung bekommen für die Königsbrücker Straße. Das ist doch ein guter Ausblick. Vielen Dank. Okay, dann würden wir diesen Tagesordnungspunkt verlassen und in den nächsten Tagesordnungspunkt 4